Kamera läuft. Fehlt noch was? Da ist es. Surface Hub 2S. Hallo, ich bin Tanita. Und ich bin Lea. Und wir sind heute mit Alex daran, unseren Prozess weiter zu bearbeiten für das Büro der Zukunft. Doof jetzt nur, dass wir den Prozess letztes Mal auf einem Flipchart aufgemalt haben und jetzt gar nicht wirklich weiter dran arbeiten können. Ist eigentlich gar kein Problem, weil in Whiteboard kann man ja verschiedene Dateien und Sachen einfügen und wir fügen jetzt einfach ein Bild ein. Ich habe nämlich das letzte Mal ein Bild gemacht, das ich auf meinem OneDrive gespeichert habe von unserem Meeting letzte Woche. Und hier ist es. Und dann haben wir gleich alle Ideen an einem Ort. Vielleicht ziehen wir es noch kurz hier rüber und machen es ein bisschen größer. Und dann erinnern wir uns auch gleich, was wir eigentlich damals versprochen haben. Jetzt, wo ich das aber so angucke, fehlt da doch ein Punkt. Ja? Ja, wir gehen hier durch den Entscheidungsprozess und fällen aber tatsächlich keine Entscheidung. Ich würde sagen, wir benutzen mal wieder den Magic Stick und wandeln das so um, dass wir auch hier etwas bearbeiten können. Und dann würde ich hier unten einfach noch einen Prozessschritt einfügen. Ja, super. So, und dann müssen wir mal gucken, ob ich das hier schön hinmalen kann. Einmal einen Kasten und dann brauchen wir die Entscheidung. So, passt, oder? Ja, passt. Wenn wir es noch ein bisschen leserlicher machen wollen, bitte, können wir hier noch die Schrift einkreisen und dann auch wieder den Zauberstab verwenden, um das dann alles gleich in Klarstift zu machen. Ja, okay, das kann man aber nur einen Tick besser lesen. Nur ein kleines bisschen. Und das ist Teamarbeit mit Whiteboard und Surface Hub 2S und mehr zeigen wir euch in den anderen Videos.